Oh, wer steht denn da? Der böse Wolf. Da steht der böse Wolf. Der hat uns erwischt. Wir sind getroffen, gebissen. Oha, nee, wir haben Frost in der Schulter. Nicht, dass sie verkalbt. Noch nicht gut genug. Doch vielleicht verbleibt ein Funken Hoffnung. Lasst die Saat in eurer Seele Wurzeln schlagen. Lasst die Geister des Karakuri Teil eurer selbst werden. Lasst euch von ihnen zur Jagd leiten. Denn das ist euer Schicksal. Findet Minato. Findet die Heimat der Jäger. Erst dort wird eure Reise wirklich beginnen. Heilwasser. Du kannst mit Pfeil nach oben Heilwasser verwenden, um Gesundheit wiederherzustellen.
meine Kiste. Ja, wir haben so ein Gerät zum Kistenbeschwören. Das heißt Karakuri. Nicht die Kisten heißen so, sondern diese. Das, was man da ins. Das, was man benutzt, um die zu beschwören. Die Art von Magie heißt Karakuri. Genau, und hier benutzen wir jetzt den Jägerblick und können Fäden sammeln von den Bäumen. Das fühlt sich aber echt gut an. So beim Zocken. Kann sein, dass das Update tatsächlich schon raus ist. Ich habe jetzt vorhin nicht geguckt. Also habe ich auch mit niedriger Beleuchtung angefangen. Ja, zumindest hier. Kann aber daran sein, dass wir hier im Anfangsgebiet sind. Weil das ist halt auch nicht überall gewesen, ne? Diese Fehler. Die sind alle nicht mehr da. Zack. Die sind an einem besseren Ort. Tülü. Tülü. Das läuft echt wie die Sau hier, ey. Alter Schwede. Hallo, was höre ich da? Oh, ihr geht's nicht gut. So, wir müssen erstmal beschwören. Genau, wir können nicht nur Kisten beschwören und so, sondern auch solche Sachen. Und das Lagerfeuer stelle ich mal hier hin. Der Drachenschlund. Bam, bam. Indem du Drachenschlunde öffnest, kannst du die Kapazität der Drachenschlunde in der Umgebung erhöhen. So, und jetzt haben wir Kapazität, um etwas zu beschwören. Oder nehmen wir erstmal das Lagerfeuer? Nein, ich würde erstmal das Zelt nehmen. Und zwar würde ich das Zelt... Da. Das kommt dahin. Reisepunkt bei Lager im riesigen Baum freigeschaltet. Dann kommt als nächstes das Lagerfeuer. Das würde ich mal hier so vor die Hütte stellen. Das heizt dann auch das Zelt gleich ein bisschen. Und wir brauchen etwas Heilwasser. Das kriegen wir hier. Haben wir da. Naja, da müssen wir jetzt gleich hinterher. Ja, hier liegen immer so zwischendurch Sachen rum. Die kann man dann einfach nebenbei aufsammeln. Ja.
Kisten sind nützlich für Angriffe. Wir bauen nochmal zwei Stück. Okay. Der macht wohl noch so Range-Attacken. Komm schon. Komm doch, komm doch. Ja, wenn du in der Animation bist. Ja. Er kommt nicht raus aus der Animation. Ich habe das die ganze Zeit versucht. Aber jetzt ist gerade die Slow-Mo. Er greift aber auch nicht unbedingt an, ne? Jetzt hat er angegriffen. Komm, steh auf. Der sich dreht. Ja, er liegt. Okay, jetzt rennt er noch mal weiter, oder? Ja, er kriecht. Ja, er kriecht so richtig. Rennen ist das nicht mehr. Rastet aus. Hui, oi, oi. Rausfinden, wie man das abbricht. Es geht wohl nicht. Na. Cool, jetzt ist er hingefallen. Ja.
Der ist erledigt. Quetzal. Yippee-yay. Sprungfeder-Karakuri erweckt. Genau, so. Über die Karte zum Lager zurückkehren. Aber alle Tsukumo, denen du auf deinem Weg begegnest, können zu deinen Begleitern werden. Sie sind mysteriöse Kreaturen, die den Menschen schon seit grauer Vorzeit bei der Yacht helfen. Am Lagerfeuer kannst du sie anpassen und ändern, wie sie dich unterstützen sollen. Ihr seid ein Jäger? Ihr habt mich gerettet. Wie kann ich euch nur danken? Ohne euch wäre ich jetzt tot. Verzeiht, mein Name ist Natsume. Ich bin eine Schmiedin aus Minato, der kleinen Stadt in der Nähe. Ich wollte Materialien sammeln, doch beim Angriff des Kemono wurde ich wohl bewusstlos. An mehr erinnere ich mich nicht. Wir sind auch auf dem Weg nach Minato. Wirklich? In dem Fall weise ich euch nur zu gern den Weg, aber... Naja, ein Blick ist wohl mehr wert als 100 Fragen. Kommt mit! Es gab zuvor eine Brücke, die den Harugasumi-Pfad mit der anderen Seite verbindet. Dort liegt Minato. Sie muss wohl durch das Beben eingestürzt sein. Das Beben hat das Kemono wohl verängstigt, weshalb es vor uns aufgetaucht ist. Oh nein! Ich muss unbedingt Ujishige finden! Aber er kam nur mit, weil ich darauf bestanden habe. Ich bin schuld, dass er vielleicht in Gefahr schwebt. Aber ihr seid ein Jäger. Also lebt ihr wahrscheinlich vom Erfüllen von Jagdaufträgen? Würdet ihr für mich nach Ujishige suchen? Natürlich würde ich dabei helfen. Vielen Dank. Ich werde euch das nicht vergessen. Wir wurden von einer Kohakonushi angegriffen. Die Jäger aus Minato nennen sie auch Zederngeißel. Sie bereiten uns immer Ärger. Ihr werdet eine ordentliche Waffe brauchen. Aber dabei könnte ich helfen. Als Schmiedin kann ich nicht gegen Kemono kämpfen. Aber solange ich eine Werkbank habe, kann ich jede Waffe verbessern. Zack. Du beschwört einfach einen Amboss aus dem Nichts? Das muss ein Karaku... Wunderbar. Nun habe ich einen Amboss und kann mich nützlich machen. Zum Glück wurden meine Werkzeuge nicht beschädigt. Daher benötige ich nur noch Materialien, damit ich euch Pfeil und Bogen oder ein Schwert herstellen kann. Vielleicht nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid, aber ich kann sicher etwas Passendes anfertigen. Dürfte ich mir wohl euer Karakuri-Katana einmal ansehen? Ich würde es wirklich gern zerlegen und herausfinden, wie es funktioniert. Na klar. Keine Sorge, ich meinte nicht sofort. Erst müssen wir Ujishige und einen Weg zurück nach Minato finden. Sprechen wir dann darüber. Okay. Alles kein Problem. Schmiede können wir jetzt schon verwenden. Und dann sag ich mal Rüstung schmieden. Habt ihr etwas Bestimmtes im Sinn? Guck mal, Handschuhe. Sind schon mal besser als unsere. Die würde ich dann gleich mal schmieden. Und sofort ausrüsten. Und jetzt zurück. Habt ihr etwas Bestimmtes im Sinn? Eine Waffe. Also gut. Mal sehen, was ich tun kann. So, ich würde mal sagen, wir schmieden uns einen Bogen. Bogen der duftenden Pflaume. Den holen wir uns.
verbessern. Dafür brauchen wir Blüten. Okay, die müssen wir farmen. Und beenden. Mit den richtigen Materialien könnte ich robuste Rüstungen für euch fertigen. Eine praktische Waffe mit großer Reichweite, für die man eine gute Technik braucht, die dir dafür aber ausgezeichnete Beweglichkeit bietet. Wechsle mit X zwischen zwei Körperhaltungen, stärke deinen Bogen mit Y, um den Effekt deiner Pfeile anzupassen, und schieße mit RT. Genau, den Turm wollte ich nochmal bauen, der passt gut hier in die Ecke. So, nach da. Ja. Das sieht gut aus. Da kann man nach Kemono suchen. Und hier können wir erstmal das Jagdziel festlegen. Karte und Aufgaben. Auf der Karte kannst du Aufgaben annehmen oder zu Lagern und anderen Orten in der Wildnis schnell reisen. Aufgaben werden verfügbar, wenn die Leute in Minato dich und deine Yachtfähigkeiten benötigen oder wenn ein gefährliches Kemono deine Aufmerksamkeit fordert. Manche Aufgaben kannst du so oft annehmen, wie du möchtest, während andere nicht mehr verfügbar sind, sobald du sie einmal abgeschlossen hast. Wenn du dich nicht darauf konzentrierst, in der Geschichte voranzukommen, solltest du Aufgaben nutzen, um Materialien zu sammeln. Du kannst dich Aufgaben allein widmen, aber wenn dir der Sinn nach Gesellschaft steht, kannst du dich online mit anderen zusammenschließen, die sich gerade um dieselbe Aufgabe kümmern. Cool. Das ist ein anderer. Jawoll! Fällt in Rage. In Ordnung. Oha. Jetzt ist er sauer. Arbeit abgeschlossen. Gut. Verzeih.
Jawohl. Bleib einfach liegen! Ein toller Erfolg! Jawohl! Diese Zederngeißeln neigen dazu, sämtliche Beute, die sie fangen, zurück in ihr Nest zu schleppen. Wahrscheinlich findet ihr Ujishige dort. Wenn ihr das Kemono zum Rückzug zwingt, sollte es euch zum Nest führen. Natürlich müsst ihr euch ihm dafür zuerst in einem Kampf stellen. Seid ihr dazu bereit? Na klar. Ihr seid sehr selbstbewusst. Das ist beruhigend. Unser Treffen war wirklich ein Glücksfall. Trotzdem könnte es sich auszahlen, vor der Abreise weitere Kemono-Materialien zu sammeln. Mit Materialien kann ich bessere Ausrüstung herstellen. Wenn euch meine Schmiedekünste helfen würden, zögert nicht, mich zu fragen. Ich lasse Ujishige ungern warten, aber ich möchte, dass ihr die beste Chance habt, ihn zu retten.